Ja, hallo, da bin ich mal wieder mit Bärbels mutigen Ideen. Heute fange ich an mit dem Pflanzschalen draußen. Und ihr müsst ganz stark sein mit Gelb. Mögen ja die meisten nicht. Aber ich finde Gelb jetzt zu Ostern ganz schön. Haben wir jetzt rausgesucht so ein paar Hühner. Die lasse ich jetzt auch alle frei. Die sind schon so ein bisschen abgesprungen, aber für draußen ist das immer noch gut. So, und dann fange ich gleich damit mal an. So, ich habe hier noch zwei Äste. Ich weiß noch nicht, wie ich das so machen möchte. Ich glaube, ich muss erstmal die Pflanzen ansetzen. Das mache ich jetzt mal erstmal so, damit ich das noch hin und her schieben kann. Schon so weit. So, mit roher Gewalt habe ich das jetzt auch rausbekommen. So, jetzt mal gucken. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen. Richtig schön auffüllen. Dann kann ich immer noch mal gleich gucken, wo das denn überhaupt hin soll. Aber der soll noch hier hinten rein. Und dass er auch nicht rausgeht. Jetzt mache ich das noch ein bisschen fester. Ja. Der muss ab. So. Das mache ich jetzt dahinter und dann hält es. Muss man immer so ein bisschen trümmern, wie das am besten passt. Im Moment hat man auch noch so kalte Finger. So. Jetzt lege ich erstmal das dazwischen. Sieht es so. Wollen wir mal gucken, wo ich jetzt hier die Hühner hin tue. Einmal hier. Da lege ich so ein Brett unter. Dann ist das ein bisschen höher. Und das zweite Huhn. Das hat gar keinen Kamm mehr. Na gut, muss trotzdem da rein. So. Das fülle ich jetzt noch mal auf mit Erde. So, jetzt mache ich erstmal noch ein bisschen Moos drum.
So. Dann erfriert das auch nicht so. So, hier ist jetzt. Da komme ich den hier mit drauf nicht. Ja. So, und nun, das habe ich im Blumenladen gesehen, kommen da einfach noch ein paar richtige Zwiebeln rein. Dann nehme ich einfach die Schaschlikspieße, drücke die da rein. So natürlich doch nicht, ne? Vielleicht ein bisschen lang. So. Und hier hinten auch noch mal. Auch nochmal zwei hin. So. Und natürlich ein paar Eierschalen. Dann schlecht. Und ich glaube, das war's jetzt schon. Guck mal. Das sind jetzt die alten Hühner. Ein bisschen Korkenzieherhase, kann man ja auch alles andere nehmen. Zweimal Tulpen, zweimal, also anderthalb mal eigentlich nur, zweimal hier die Osterglocken, ein Zweig, den ich mal gefunden habe, die Zwiebeln und heute unsere Frühstückseier. Es gab heute Omelette und dann kann man das ja gut machen. Ja, und da stelle ich mir jetzt schon mal draußen im Garten und dann sieht das schon mal ein bisschen schön aus. Ich würde sagen, das ist noch nicht österlich, weil es ist ja kein Hase drin. Denn Hühner gibt es ja das ganze Jahr, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Bärbel.